Hier ran. Anleihen. Werbefilme, die beinahe vollständig ohne Markennennung und Produkt auskommen. Guck mal da hinten hin. Diesen ungewöhnlichen neuen Weg in der Kommunikation geht die Siemens AG mit ihrer Kampagne Answers auf YouTube mit Erfolg. Also die Resultate dieses Experiments waren bislang sehr ermutigend. Wir haben bemerkt, dass der Umweg über eine menschliche Geschichte weit weg von Siemens trotzdem bei gut 10% der Leute, die sich diese Filme zu Ende schauen, das Interesse an einem Produkt weckt. Also wir haben am Ende unseres Endscreens einen Produktlink und 10% der Leute im Durchschnitt klicken da drauf und gehen dann weiter zu unserem Produktportfolio, um das es im Hintergrund in diesem Film ging. Das ist ein Indikator dafür, dass dieses Projekt auch vom Inhalt her in Richtung der Siemens-Technologie Interesse weckt. Und wir sind auch durchaus oft in anderen Blogs erwähnt und merken, dass man sozusagen über uns spricht. Die Stories an sich haben jeweils ungefähr rund um die irgendwo zwischen 60 und 100.000 Views pro Story. Da sind wir von der Reichweite her relativ zufrieden. Ich glaube, Facebook-Freunde, was auch immer das heißt, oder Fans, sind es, glaube ich, 14.000 gerade. Das heißt, es ist zumindest eine Community, wo man langsam merkt, die funktioniert auch alleine. Und da werden Konversationen mit uns geführt, aber auch untereinander. Und sind da eigentlich schon ganz froh.